In Jerusalem stehen zwei Bäume, ein Olivenbaum und ein Johannisbrotbaum. Sie wachsen etwa 10 Meter voneinander entfernt in der Allee der Gerechten und sind zwei von etwa 2000 Bäumen in diesem geheiligten Garten mit Blick auf die Hügel des biblischen Judäa. In jedem Baum steckt die Geschichte eines nichtjüdischen Menschen, der im unermesslichen Schrecken des europäischen Holocaust seine Menschlichkeit nicht verlor. Sie alle waren Retter. Sie halfen Menschen in Not, bevor die Angst um ihr eigenes Leben sie davor zurückhielt. Wer waren diese Menschen, deren moralisches System intakt blieb? Die selbst in den furchtbarsten Situationen noch wussten, was richtig war und was falsch? Wer waren die Menschen, die den Mut zum Handeln hatten? Und wie beeinflusst ihr damaliges Handeln, wer wir heute sind? Ich kann Ihnen die Geschichte dieser beiden Bäume in Jerusalem erzählen. Denn einer steht dort für meinen Vater Eberhard, der andere für meine Mutter Donata. Donata wurde im Jahr 1900 geboren. Sie war so alt wie das letzte Jahrhundert. Sie war lebhaft, mitfühlend, sie dachte und handelte schnell. 1931 lernte sie den Mann kennen, der mein Vater werden sollte, Eberhard Helmrich. Er war mit seinen 1,94 Meter ein Hühne von einem Mann. Seine Ruhe, sein freundliches Lächeln und seine sanfte Stimme passten nicht zu diesem Äußeren. Er verfügte über ein erstaunliches Maß an natürlicher Autorität und auch, wie sich zeigen sollte, über den Mut eines Löwen. Eberhard studierte Landwirtschaft und wurde landwirtschaftlicher Berater. Er und Donata heirateten am 1. April 1933 und bezogen ein Reihenhaus in der Westendallee im Berliner Stadtteil Westend. Dort wurde ich 20 Monate später geboren. Meine Eltern waren jung verheiratet, glücklich miteinander und hatten ein offenes Haus für Freunde und Familie. Ihr sehnlichster Wunsch war, dass alles so bleiben würde. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Nationalsozialisten bereits begonnen, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. 1933 kam eine Flut neuer Gesetze und Verordnungen, die heute unverständlich wirken. Die Nationalsozialisten erteilten jüdischen Ärzten, Anwälten und Lehrern Berufsverbot. Dann ging der Nazistaat daran, die Juden auf schamlose Weise zu enteignen und zu entrechten, womit viele ihrer Nachbarn entsetzlicherweise sehr einverstanden waren und sich bereicherten. Um diese Zeit begingen Angehörige meiner Familie erste Widerstandshandlungen. Sie waren anfangs klein, aber dennoch sehr gefährlich. Meine Großmutter und meine Mutter unternahmen in der zweiten Hälfte der 1930er Jahre Auslandsreisen, um Wertgegenstände jüdischer Bekannter über die Grenze zu schmuggeln. Meine Großmutter versteckte kleine Brillanten in ihrer Puderdose. Meine Mutter behängte sich offen mit Schmuck, wie sie es in ihrem Privatleben nie getan hätte. Einmal kamen Polizisten zur Grenzkontrolle in den Zug. Einer deutete auf die Handtasche meiner Großmutter und befahl: Aufmachen! Meine Großmutter blieb kerzengerade sitzen, funkelte die Polizisten zornig an und sagte mit wutbebender Stimme: Aber meine Herren, die Handtasche einer Dame? Woraufhin die Polizisten salutierten, eine verlegene Entschuldigung murmelten und das Abteil verließen. Unser Leben veränderte sich in dem Jahr, als Fräulein Hedda zu uns zog, um bei der Kinderbetreuung zu helfen. Sie hatte 20 Jahre lang bei Dr. Leopold Samulewitz gearbeitet, einem geachteten jüdischen Rechtsanwalt und Notar. Aber nach den neuen Gesetzen durfte eine sogenannte Arierin nicht mehr im selben Haushalt leben wie Juden. Hedda brauchte also eine neue Stelle, wollte aber nicht für eine Nazi-Familie arbeiten. Über persönliche Empfehlungen kam sie zu uns, den Helmrichs. Sie zog bei uns ein und gehörte schon bald zur Familie. Wenig später kursierten Gerüchte, dass die Nationalsozialisten in naher Zukunft eine große Aktion planten. Größer als alles zuvor.
Am 8. November 1938, am Tag vor den Novemberpogromen, rief mein Vater Dr. Samuelewitz an. Packen Sie einen kleinen Koffer. Stellen Sie keine Fragen. Ich erkläre es Ihnen, wenn Sie hier sind. Der folgende Abend war ein Wendepunkt für die Nation. Überall in Deutschland und in Österreich plünderten und zerstörten SA-Leute, manchmal auch einfache Zivilisten, jüdische Wohnungen, Geschäfte und Synagogen. Die Polizei sah untätig zu. Hunderte wurden ermordet, Zehntausende verhaftet und in Lager abtransportiert. Aber Dr. Samuelewitz und seine Frau waren in Sicherheit, denn sie befanden sich bei meiner Familie in der Westendallee. Das war, soweit ich weiß, das erste Mal, dass Verfolgte bei uns Zuflucht fanden. Es ist besser für die Kinder, tote Eltern zu haben, als feige. Das waren keine Zeiten zum Kuscheln und in den Arm nehmen. Meine Eltern hatten anderes zu tun. Zuneigung, Aufmerksamkeit, das bekam ich zu Hause nur wenig. Und doch machten mir meine Eltern ein sehr großes Geschenk, mit Worten und durch ihr Vorbild. Sie lehrten mich, selbstständig zu denken, und sie gaben mir ein unerschütterliches Selbstvertrauen, das Richtige zu tun. Ich habe nie studiert, konnte aber als junge Frau in den 1960er Jahren als Journalistin Fuß fassen. Ich interessierte mich für Menschen, wollte an deren Leben teilhaben. Aber irgendwann war ich es leid, dass in die Zeitungsseite, auf der meine Artikel standen, schon am nächsten Tag Fisch eingewickelt wurde. Ich wollte Wichtigeres tun. So kam ich zur Politik. 1972 wurde Cornelia in den Stadtrat von München gewählt. 1985, nach 13 Jahren, wurde sie Senatorin für Jugend und Familie des Landes Berlin. Sofort begann sie sich für Fragen der Einwanderung zu interessieren. Schon damals ein sehr kontroverses Thema. In den Jahrzehnten nach dem Krieg warb Westdeutschland mehrere Millionen Arbeitskräfte aus der Türkei und anderen Ländern an, die beim Wiederaufbau der westdeutschen Industrie halfen. Der Weg zu ihrer Eingliederung war lang und steinig und es war fast unmöglich, eingebürgert zu werden. Ich wusste, dass Deutschland sich öffnen musste. Ich sah, dass die Einwanderer unserem Land viel zu bieten hatten. Wir wollen hier sein. Wir wollen ein Teil von Deutschland sein. Meine Eltern wollen das auch, aber sie sprechen kein Deutsch. Wir mussten diese Familien stärken. Das sollte doch auch ihr Land werden. Also begann ich, in Berlin Deutschunterricht für Türkinnen anzubieten, was nicht sehr populär war. Sie müssen diese Frau in Berlin aufhalten. Schauen Sie sich diese Frau an, wie sie sich für die Ausländer einsetzt. Sie sollte sich um Familie, Jugend und Tralala kümmern. Aber ich habe nie an meiner Einstellung gezweifelt. Das war wohl das Geschenk, das ich von meinen Eltern bekommen hatte. Im September 1941 wurde ich eingeschult. Das ist für jedes Kind ein aufregender Tag. Für mich, Cornelia, beginnt etwas Neues. Ich bin 6 Jahre alt. Wo fängt man an, wenn man einem Kind etwas Wichtiges erklären möchte? Etwas, das das Kind eigentlich überhaupt noch nicht verstehen kann. Donata erzählte mir ein Märchen, das ich noch nie gehört hatte. Es war das Märchen Der König vom Goldenen Berg. Der König auf dem Goldenen Berg ist sehr böse und toleriert keinen Widerspruch. Wenn ihm jemand in die Quere kommt, wird er wütend und schreit: Alle Köpfe runter, nur meiner nicht. So ist der Mann, der unser Land regiert. Und sein Name ist Adolf Hitler. Meine Mutter erklärte, dass es Hitler nicht passen würde, wenn er erführe, worüber wir zu Hause sprachen und was wir dort taten. Und dein Vater und ich möchten gerne unsere Köpfe behalten. 1941 wurde mein Vater als Wehrmachtsoffizier in die Stadt Drohobycz im besetzten Polen abkommandiert.
Diese Gegend hatte die höchste jüdische Bevölkerungsdichte in ganz Europa. Er wurde als Landwirtschaftsexperte dorthin geschickt. Es waren eine Zeit und ein Ort des Terrors und der Gesetzlosigkeit. Verhaftungen, Massenerschießung und später der Transport in die Vernichtungslager besiegelten das Schicksal der polnischen Juden. Mein Vater wusste, dass er im Grunde keine Chance hatte, das zu überleben. Aber gerade das gab ihm die Gelassenheit, weiterhin zu helfen, wo immer er konnte. Eberhard wurde Kreislandwirt für den Distrikt Lemberg, heute Lviv. Ihm unterstanden die Landwirtschaft und die Lieferung von Lebensmitteln. Das war in einer Zeit des Mangels und des Hungerns eine Machtposition. Im Frühjahr 1942 hatte er sich einen Plan ausgedacht. Er würde einen Obst- und Gemüsebetrieb gründen, wo bis zu 250 junge Juden leben, arbeiten und vor Deportation und Tod sicher sein konnten. Eine Oase inmitten des Infernos. Die örtlichen Behörden genehmigten sein Projekt. Schließlich mussten auch Gestapo und SS essen. Sobald im Ghetto eine weitere Razzia erwartet wurde, diente die Farm als Versteck für die Verwandten derer, die dort arbeiteten. Es wurde sogar ein Raum dafür gebaut. Er wurde durch Felsbrocken getarnt, damit er nicht entdeckt werden konnte. Für die Gestapo war es unvorstellbar, dass mein Vater, dieser große, blonde und blauäugige Vorzeige-Arier, es wagen könnte, Juden zu retten. Sie trauten sich glücklicherweise nicht an ihn heran. Doch der Trick mit der Farm konnte nicht ewig funktionieren. Im Mai 1943 kam der Befehl, alle Juden sofort zu verhaften. Eberhards Betrieb, der hunderte junger Leute geschützt hatte, wurde geschlossen. Und Eberhards Hilfe gewagter und kühner. Er hatte Zugang zu Blankodokumenten und offiziellen Stempeln, die er nutzte, so gut er konnte. Er und sein polnischer Fahrer Janek passierten mit gesuchten Juden im Kofferraum mehrere Kontrollposten. Dabei winkte Eberhard den SS-Bewachern immer freundlich zu. In jenen Tagen wurden tagtäglich Zehntausende Juden ermordet. Aber Eberhard und einige andere setzten das eigene Leben aufs Spiel, um wenigstens die wenigen zu retten, die sie retten konnten. Eine von ihnen war Irene, eine junge Jüdin, deren Eltern bereits in die Todeslager abtransportiert worden waren. Irene wäre die nächste gewesen, doch Janek las sie auf und brachte sie zum Haus meines Vaters, wo sie wochenlang versteckt lebte. Stell dir vor, erzählte Irene mir viele Jahre später. Dieser gut aussehende, elegante Deutsche hat mir tatsächlich die Hand geschüttelt. Und er sprach ruhig und freundlich mit mir. Plötzlich fühlte ich mich wieder wie ein richtiger Mensch. Wie viele Menschen haben die Helmrichs gerettet? 70? Manche Quellen sagen 100 oder sogar 200. Wir werden es nie wissen. Diese Achtung vor den Menschen, vermutlich habe ich auch das von meinen Eltern geerbt. Ich erinnere mich, wie in den 1980er Jahren einige Roma-Familien für die Sommermonate nach West-Berlin kamen. Während des Holocaust waren 500.000 Sinti und Roma im KZ ermordet worden. Dennoch begegneten viele Deutsche ihnen weiterhin voller Misstrauen. Manche neideten den KZ-Überlebenden die staatlichen Entschädigungszahlungen. Manch andere Deutsche mochten auch ein schlechtes Gewissen gehabt haben. Doch jetzt waren sie hier und wussten nicht, wohin. Es wurde meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Wo sollten die Familien bleiben? Dann fiel mir ein, dass vor dem Reichstag, dem früheren und heutigen Parlament, eine große Freifläche war. Ein offenes Gelände, das nicht genutzt wurde. Warum sollten sie nicht dort bleiben können? Das kam, wie Sie sich vorstellen können, bei den meisten Berlinern gar nicht gut an. Irgendwann in diesem Sommer baten mich einige der Familien um ein Gespräch. Und so besuchten rund 20 Roma mein Büro. Eine Frau trug kurze Ärmel und ich sah ihre Auschwitz-Tätowierung. So ein sichtbares Zeichen dafür, was der Roma-Community während des Krieges für ein Leid widerfahren war. In der Gruppe war dann auch noch ein Junge mit einem Akkordeon. Könntest du etwas für mich spielen?
Ich sagte meiner Mitarbeiterin, sie solle alle Türen öffnen. Mach alle auf, damit sie in möglichst vielen Büros diese schöne Musik hören können. Das größte Problem in Drohobycz war damals, aus Polen herauszukommen. Eberhard dachte sich etwas aus, das eigentlich zu gefährlich war und so verrückt, dass man es kaum glauben konnte. Er würde junge Jüdinnen mit gefälschten Papieren, die sie als Arierinnen auswiesen, nach Berlin schicken. Das Auge des Hurricanes wurde zum rettenden Hafen. Hier nun kommt meine Mutter Donata in Berlin ins Spiel. Die jungen Frauen blieben oft mehrere Tage, manchmal auch länger, bei uns in der Westendallee. Da waren die Schwestern Susi und Hansi, da waren Anita, Melanie und Silvia und andere. Berliner Familien, die ein Hausmädchen suchten, wandten sich an meine Mutter, weil sie wussten, dass deren Ehemann in Polen eine wichtige Position bekleidete. Sie kamen und fragten meine Mutter: Könnten Sie uns ein fleißiges Mädchen aus Polen besorgen? Und sie waren glücklich, wenn ihre Bitte erfüllt wurde. Glücklich und ohne jeden Verdacht. Alle diese jungen Frauen haben den Krieg überlebt. Manchmal werde ich gefragt, ob ich auf meine Eltern stolz sei. Aber das Wort Stolz gibt es in meinem Vokabular nicht. Denn ich erinnere mich, dass in meiner Kindheit die Leute auf alles Mögliche stolz waren. Stolz auf die Fahne, stolz auf das Vaterland, stolz auf die Wehrmacht. Nein, Stolz ist nichts für mich. Aber ich bin dankbar. Ich bin meinen Eltern zutiefst dankbar dafür, dass sie mir ermöglicht haben, mit einem geraden Rückgrat aufzuwachsen. Ich habe als Senatorin und später als Ausländerbeauftragte der Bundesregierung eine Flut von Hassbriefen erhalten. Sie waren immer anonym und drohten immer mit Gewalt. Dass ich sterben sollte, dass meine Kinder sterben sollten. Ich sagte mir, was für Feiglinge. Sie verstecken sich im Dunkeln, und machte weiter meine Arbeit. Aber an einem Tag bekam ich einen Brief, der mir wirklich Angst machte. Wir wissen, wo du am 5. März bist. Und du wirst dieses Datum nicht überleben. An diesem Tag sollte ich in Mannheim vor großem Publikum über Einwanderung sprechen. Allein das Wort war verpönt, selbst bei unserer Regierung. Ich hatte Angst. Aber ich weigerte mich einzuknicken. Ich hielt den Vortrag mit Polizeischutz. Meine Damen und Herren, wir müssen uns der Einwanderung stellen. Wir haben Arbeitskräfte nach Deutschland geholt und sie haben uns beim Wiederaufbau des Landes geholfen. Bei der Veranstaltung passierte nichts. Danach fuhr mich die Polizei nach Hause und ich erinnere mich, dass ich an diesem Abend beim Einschlafen dankbar war, am Leben zu sein. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs tauchte mein Vater in Deutschland unter, weil er fürchtete, noch zum Volkssturm eingezogen zu werden, einer militärischen Formation, die die Nationalsozialisten in den letzten Kriegsmonaten ins Leben gerufen hatten. Nach dem Krieg war er in Hamburg und kehrte aufgrund fehlender Arbeitsmöglichkeiten nicht nach Berlin und zu seiner Familie zurück. Einige Jahre später ließen sich meine Eltern scheiden. Ihre Ehe war wohl ein weiteres Opfer des Krieges. Eberhard wanderte in die USA aus, konnte aber seine alte Stärke nicht wiedergewinnen. Er lebte als gebrochener Mann in sehr bescheidenen Verhältnissen in New York. Donatas Leben nahm einen positiveren Verlauf. Sie wurde Konferenzdolmetscherin und bereiste die Welt. Sie arbeitete freiberuflich auch für die Regierung in Bonn. Mitte der 1950er Jahre wurde ihr dort sogar eine feste Stelle angeboten. Das muss wie ein Lotteriegewinn gewesen sein. Doch sie lehnte ab. Zu viele alte Nazis, wohin man guckt, sagte sie. 1965 wurde Eberhard Helmrich nach Jerusalem eingeladen, um in der Allee der Gerechten seinen Baum zu pflanzen. Vor der Reise sagte er zur Presse:
Wenn ich zurückblicke, ist der Preis, den man bezahlt, völlige Einsamkeit. Und manchmal denke ich, dass ich immer noch dafür bezahle. 1968 flog er allein nach Tel Aviv, wo er von einer großen Menschenmenge erwartet und willkommen geheißen wurde. 13 Monate später starb er. Es gibt furchtbare Kriege und die Menschen sagen nie wieder. Doch immer wieder gibt es Gewalt. Immer wieder müssen Menschen die gleichen herzzerreißenden Entscheidungen fällen. In den 1990er Jahren zwangen die Balkankriege tausende Familien, sich irgendwo in Europa um den Status als Flüchtlinge zu bemühen, viele in Deutschland. Wieder standen wir vor der Frage, ob wir den in Not geratenen helfen, auch wenn Wegschauen viel einfacher gewesen wäre. Am Ende nahm Deutschland etwa 350.000 dieser Kriegsflüchtlinge auf. Später besuchte ich Sarajevo, eine Stadt, in der ganze Viertel in Schutt und Asche lagen. Nein, es war nicht genau wie in Berlin in den 1940er Jahren. Aber ich hatte einen Flashback, ein Déjà-vu. Ich sah die Trümmerbilder aus meiner Kindheit, das ganze Elend. Meine Mutter starb, bevor sie ihren Baum selbst pflanzen konnte. Sie war 1987 von Yad Vashem anerkannt worden, ein Jahr nach ihrem Tod. Zusammen mit meinem 15-jährigen Sohn Thilo pflanzte ich ihren Baum, nur 10 Meter von dem meines Vaters entfernt. Überlebende, die von meiner Mutter und meinem Vater gerettet worden waren, kamen mit Kindern und Enkelkindern zur Zeremonie. Auch der deutsche Botschafter war anwesend. Heute stehen diese Bäume als Beweis gegen den Mythos, dass es keinen dritten Weg, keine Alternative zu Gehorsam oder Tod gegeben habe. An diesem stickig heißen Apriltag wurde uns eine Medaille überreicht, in die der Name meiner Mutter und ein berühmtes Zitat aus dem Talmud eingeprägt waren. Wer ein Menschenleben rettet, rettet die ganze Welt.